Einen wunderschönen guten Morgen am Samstag, den 23. Januar 2021 zum Tagesorakel, Tagesthema und Tagesgebet. Schön, dass du dabei bist und schön, dass du einschaltest, wenn es wieder darum geht, auch mal heikle Themen zu besprechen. Im ersten Schritt des Videos werden wir uns bei einem Thema unterhalten, was ich persönlich ganz, ganz, ganz wichtig finde und was ihr im Titel des Videos schon wahrscheinlich erahnt, nämlich Hashtag Esoterikfalle. Interessantes Thema, oder? Wie ich finde. Im zweiten Teil gibt es das Orakel, was die Engel uns für den heutigen Tag zu sagen haben. Und im dritten Schritt gibt es dann das gemeinsame Gebet. Ich bin kein Esoteriker. Ich bin kein New Ager. Ich bin Christ und das durch und durch. Ich bin nicht der Christ, der sonntags in die Kirche geht, denn ich unterscheide das Christentum und die Kirche ganz gewaltig voneinander. Das sage ich ganz, ganz klar, wie ich es sehe. Ich habe eine unendlich große Liebe zu Jesus, ich habe eine unendlich große Liebe zu Gott und eine unendlich große Liebe zu den Engeln und zu den Menschen, die mir begegnen. Ich lebe die Nächstenliebe. Das ist meine Art, meine Form der Spiritualität. Allerdings, wie gesagt, möchte ich mit den typischen, üblichen Jesus-Sachen nichts zu tun haben. Und ich sage euch, wie ihr euch davor schützen könnt. Wenn euch jemand verspricht, ruft mich an, ich löse alle eure Probleme, ist es gelogen. Ich bin gerne für alle Probleme für euch da, ne, und versuche euch zu helfen, eure Probleme zu lösen in Coachings, in persönlichen Gesprächen, in Beratungsgesprächen. Natürlich, aber ich kann eure Probleme nicht lösen. Das geht nicht, das könnt ihr nur selbst. Das unterscheidet ja auch meine Form des Kartenlegens. Wenn ich jemandem die Karten lege, dann werde ich dir sagen, das kommt, wenn. Im Gegensatz zu den üblichen Kartenlegern, die sagen, das kommt, das kommt, das kommt, das kommt. Das ist nämlich typisch Esofalle. Nach dem Motto, lehn die Füße hoch. Vielleicht hast du es schon mal gehört. Leg deine Füße hoch. Lehn dich zurück. Es kommt alles von allein. Du musst nichts tun. Gar nichts. Kommt alles von allein. Du musst nichts verändern. Du kannst alles so lassen, wie es ist und dein Leben wird sich von alleine wandeln und verändern. Das wird es aber nicht. Und du wartest. Und das ist der versprochene Märchenprinz soll kommen im Frühling, Sommer, Herbst, Winter. Du merkst, passiert aber gar nichts. Natürlich passiert nichts, weil du gar nicht weißt, wie du die Liebe in dein Leben holen kannst, wie du die Liebe in dein Leben ziehen kannst, weil du es gar nicht gelernt hast zu tun. Weil der wahre spirituelle Berater, der mit Gott verbunden ist und der wirklich mit den Engeln verbunden ist, der wird dir helfen, deine Ziele zu erreichen, wenn es denn möglich ist. Er sagt jetzt auch mal, das Ziel ist utopisch und das erreichst du niemals. Auch das kann mal sein, ne? Natürlich. Aber wir gucken dann, was ist ein besseres Ziel für dich. Und das ist der Unterschied. Falle bitte nicht auf diese typischen Esoterikfallen rein. Kennst du sowas? Wenn ja, schreib mir mal in die Kommentare, wo bist du vielleicht schon mal der Esofalle erlegen? Ganz spannendes Thema, ne? Und jetzt gucken wir aber, was das Tagesorakel der Engel für dich bereithält. Als erstes mischen wir die Lenormand-Karten in der goldenen Zeit und wir schauen, was die Engel für eine Tagesenergie bereithalten. Jetzt heißt es natürlich wieder, guckt euch mal den Esoteriker an. Viele werden das vielleicht jetzt meinen, ich sei ein Esoteriker, weil ich ja mit Karten arbeite. Allerdings geht es hier nicht darum, die Zukunft zu deuten, sondern zu helfen, mit der Tagesenergie umzugehen. Wir haben die Frau, wir haben die Wolken und wir haben das Kind. Für den heutigen Tag stehen Gewitterstürme an, Kummer und Sorgen liegen in der Luft und es ist eine sehr deprimierende, sorgenbelastete, unklare Stimmung einfach in der Luft, wie wir hier sehen. Und das bringt uns persönlich gar nicht weiter. Diese Unklarheiten werden im globalen Bereich vielleicht von einer Frau ausgehen oder wahrscheinlich von einer Frau ausgehen, die ein hohes Amt begleitet und uns heute noch mehr in die Unklarheiten führt. Allerdings sollen wir uns keine Sorgen machen. Wir sollen uns gar nicht in diese Sorgenenergie hineinbegeben, ist der Rat der Engel, sondern vielmehr in der Leichtigkeit des Seins sein, sagt die Karte des Kindes. Denn wenn wir uns in diese Leichtigkeit hineinbegeben, dann kommen wir auch in einen positiven Neubeginn, der uns tatsächlich wieder nach vorne bringt und in dem wir wesentlich glücklicher sein können. Und wir fragen das Kraft der Engel-Orakel, was als zusätzlicher Impuls hinzukommt für den heutigen Tag. Die Engel der Liebe
Erzengel Zadkiel und Erzengel Raguel. Ja, die Liebe sollte heute im Vordergrund stehen. Die Liebe zu allem und zu jedem. Gucke, wo es kann natürlich um die partnerschaftliche Liebe gehen. Es kann auch um die freundschaftliche Liebe gehen. Schaue, wo solltest du vielleicht hingehen? Wo solltest du dein Herz öffnen? Denn das ist heute das große Thema. Erzengel Zadkiel möchte dir helfen, deine Selbstzweifel heute aufzulösen und zu beseitigen. Und Erzengel Raguel unterstützt dich bei der Heilung deiner Beziehungen. Das heißt, da wenn du deinen Fokus auf die Liebe richtest, wird in deinen zwischenmenschlichen Beziehungen ganz viel Positives geschehen. Und jetzt wollen wir wie immer miteinander beten. Bevor wir ins Gebet gehen, möchte ich noch was zu dem heutigen Video sagen und zu dem Tagesthema sagen. Manchmal sind es harte Themen und ich räume manchmal damit auf, weil die Engel es so wollen, weil die Engel uns sagen wollen, was wichtig für uns ist auf dem Weg ins Licht. Und es geht nur um Jesus Christus, es geht die Verbindung zu Gott. Wir sollen unsere Verbindung wieder spüren und die bedingungslose Liebe wieder in uns aufnehmen können. Das ist ganz, ganz wichtig in dieser Zeit, ne? Dass wir uns wieder zurückfinden zu Gott, zu unserem wundervollen Schöpfer. Und übrigens kann die spirituelle Gemeinschaft dich dabei unterstützen. Melde dich an, oben in der Infobox oder unten im Beschreibungstext und sei ein Teil von einer großen, neuen spirituellen Gemeinschaft, in der du sein kannst, wie du bist. Erzengel Raphael schickt uns heute die Karte der Kinder. Und damit möchte er ausdrücken, dass wir einfach Kindern helfen sollen, Kinder unterstützen sollen, für Kinder beten sollen. Lass uns das tun. Lieber Gott und lieber Erzengel Raphael, danke, dass du uns allen hilfst, Kindern zu helfen, und dass du alle Kinder dieser Welt in diesem Augenblick unterstützt, ihnen hilfst, dass sie lachen können, dass sie Spaß haben können und dass sie Freude haben können. Amen. Bevor wir zum zweiten Gebet kommen, bitte daran denken, wenn du die Gebete unterstützen möchtest, dann schreibe dreimal Amen 777 in die Kommentare. Geh ohne Angst weiter, sagt Erzengel Michael. Also es gibt nichts zu befürchten. Keine Angst sollen wir haben. Wir sollen mutig sein, wir sollen tapfer sein. Wir sollen die Liebe leben. Dafür wollen wir beten. Lieber Gott, lieber Erzengel Michael, danke, dass ihr auf jedem Schritt meines Weges bei mir seid und meine Hand haltet, mir Vertrauen und Mut gebt und meine Gedanken und Aktionen in Richtung Liebe und zu meiner Lebensaufgabe lenkt. In diesem Sinne wünsche ich dir jetzt einen wunderschönen Tag. Gott segne und beschütze dich. Er lasse seine Engel deinen Weg bewachen, deinen Tag bewachen und er führe dich zur Erleuchtung, Licht und Liebe. Und bis heute Abend, Udo Golfmann. Tschüss.